Rolf Kunisch, Herr Kunisch. Wer den Herrn Kunisch etwas kennengelernt hat, der merkt, dass er sich selbst nicht laut in den Vordergrund stellt. Was da aber passiert ist, dass er sich automatisch sozusagen dahin bewegt oder bewegt wird von anderen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen und es passiert also von selbst. Das Spannende fand ich, dass in dieser Betrachtung von dem, was ich gehört habe, für ihn seine Aufgaben, seine Firma, seine Produkte sehr stark im Fokus standen. Herr Kunisch hat sehr viel in seinem Leben bewegt und der Eindruck für mich ist, dass er ein Mensch mit einem Team, mit einem sehr großen Team, einer sehr großen Gruppe, hinter, neben, unter ihm ist und er dem Team dann auch eine klare Führung gegeben hat und damit dann auch diese Energien, die in diesem Team, in den Menschen, in den einzelnen Menschen eben stecken, nicht in alle Richtungen hat verpuffen lassen, sondern eben auch kanalisiert hat, um auf ein Ziel hin, auf ein Ergebnis hin, auf ein. Und ich glaube, dass er als Mensch in diesem Team eben den Weg damit gezeigt hat. Zum Wohle der Gruppe, der Firma, des Produktes, der Beteiligten. Ohne Kuscheln, aber auf eine andere Art und Weise eben für alle sozusagen beigetragen hat. Ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Vortrag, Herr Kunisch, und bitte Sie auf die Bühne. Guten Morgen. Ich wollte mit Ihnen über Entscheidungen sprechen, die, also nicht über Energie, sondern über Entscheidungen, mit denen man vielleicht Energie energetisieren kann. Die erste Entscheidung, über die ich sprechen kann, ist die hier zu reden. Dies war eigentlich nicht meine Entscheidung, sondern das war die Entscheidung von Herrn Reichert, der mich da bequatscht hat. Ich selbst wollte eigentlich gar nicht mehr reden, vor allen Dingen nicht öffentlich, weil ich im April diesen Jahres, als ich 70 wurde, gesagt habe, über 70 muss man nicht mehr öffentlich reden, man muss auch keine Ämter mehr haben, man kann sich um seine Familie und um seine Enkel kümmern. Und das habe ich auch bis heute durchgehalten. Ich probiere es nochmal. Ich bin, wenn Sie so wollen, das klingt immer ein bisschen komisch, aber ich bin ein, was man einen PIP nennt, oder einen PIP, Sie wissen, was ein VIP ist, a very important person, und ich bin die Nachfolgegeneration, das sind die previously important person. Die erkennt man daran, dass sie jeden Absatz, jeden Satz, den sie beginnen, mit den Worten beginnen, don't you know how important I was? Und das interessiert keinen. Das muss man aber lernen. Und das lernen zu wollen, ist eine persönliche Entscheidung. Die Frage, Herr Reichert, sagte dann recht sehr nett, also wenn Sie mal Chef von einem MDAX-Unternehmen waren, dann müssen Sie davon was weitergeben. Und da hat er irgendwo einen Nerv getroffen, weil die Frage von Entscheidungen, wie findet man Entscheidungen? Wie findet man sie nicht? Was bedeutet eine Entscheidung? Extrem wichtig sind, nicht nur im Geschäftsleben, sondern vielleicht auch im Privatleben. Und davon wollte ich Ihnen etwas erzählen und vielleicht auch die Frage anstellen, wie kann man das lernen? Wie kann man lernen zu entscheiden? Und wie kann man verlernen zu entscheiden? Darüber wollte ich zu Ihnen sprechen. Das Werbung darf ich nicht machen. Also da in diesem Haus rechts oben habe ich 15 Jahre gesessen. Das ist aus dem Web genommen, insofern nicht geheim. Ich habe auch keine Produktwerbung vorzumachen. Ich kann Ihnen noch mal eines der führenden Produkte zeigen, dass Sie das auch mal gesehen haben. Die Frage. Wie kann man, also Beiersdorf ist ein Unternehmen kleinerer Größenordnung, es ist eines der
kleinsten weltweiten Konsumgüterunternehmen, hat einen Umsatz von etwa 6 Milliarden Euro. Davon sind 4 Milliarden die Marke Nivea. Und Nivea gibt es in allen Ländern der Welt. Wir haben etwa 70 bis 80 Tochterunternehmen überall in der Welt. Insofern habe ich viele Zeit verbracht mit Reisen, aber auch hin und wieder mal mit Entscheiden. Die große Frage ist, wie kommt man da oben rechts hin? Und ich will das sehr kurz fassen, aber dazu braucht man ein paar wichtige Entscheidungen. Die erste große Entscheidung in meinem Leben war nicht hier drauf. Die erste große Entscheidung war, dass ich mich 1953 entschlossen habe, einen Mercedes haben zu müssen. Das war 1953 nicht so üblich, dass man Mercedes hatte, und es gab in unserem Ort einen einzigen, der hatte einen, das war ein Fabrikdirektor von einer, wie ich heute weiß, sehr kleinen Fabrik, aber der hatte einen Mercedes, und das war toll. Warum ist das entscheidend? Das ist eine fundamentale Lebensausrichtung, die muss man nicht nachmachen, aber sie war sehr materialistisch, und die können Sie nur verstehen, wenn Sie wissen, wie beschissen es 1953 auf der Welt noch war. Und wenn Sie, wie ich, in die Schule gekommen sind, da gab es keine Währung, sondern nur Kungeln mit Zigaretten. Und dann kam, als ich 7 Jahre alt war, kam die D-Mark. Und plötzlich konnte man mit Papier etwas kaufen. Das war für uns eine völlig neue Erfahrung. Das heißt, zu sagen, ich will einen Mercedes, klingt banal, ist aber eine sehr wichtige Entscheidung. Also auf dem Weg da oben, die erste naheliegendste Entscheidung meiner Familie war, er muss Jurist werden, wie alle anderen auch. Und er muss in Marburg studieren, weil das Studiengeld Freiheit ist. Ich bin Nordhesse. Und insofern, dann kann man auch in dieselbe Kooperation gehen wie der Fall. Also war alles fest und vorbestimmt. Und irgendwo mit 17, 16 habe ich also den normalen Koller gekriegt, habe gedacht, ich mache das alles anders. Das war nun damals nicht so einfach, denn außer Marburg gab es nur noch Gießen. Kassel gab es noch nicht. Und Gott sei Dank Darmstadt. Und Darmstadt hatte den Vorteil, dass es sehr weit von Arolsen weg ist und ich also immer 200 Kilometer von zu Hause weg war. Und dann habe ich also beschlossen, nach Darmstadt zu gehen und Wirtschaftsingenieur zu werden. Das wusste damals kein Mensch, was das ist. Heute wissen es ja ein paar Leute. Das war damals ganz neu. Ich fand das toll, hatte keine Ahnung, was es ist. Aber der Name war so toll, dass ich den dann immer wieder benutzt habe. Und nachdem ich 2 Jahre erzählt hatte, ich werde Wirtschaftsingenieur, musste ich ja dann auch machen. Also dann kam ich nach Darmstadt und nicht nach Marburg. Eine relativ schwierige Entscheidung in dem Alter, sich gegen die Familie aufzulehnen. Aber nicht unüblich. Die zweite Entscheidung, die war wesentlich schwieriger, war, ich war dann Assistent an der Uni Köln und sollte und wollte die wissenschaftliche Laufbahn beschreiten. Kriegte aber ein Gehalt von 1024 D-Mark. Für die Wohnung zahlte ich 500 D-Mark und meine Frau wurde schwanger. Das war relativ einfach abzusehen, dass das mit 1024 D-Mark nicht gut zu machen war. Und dann stieß ich auf eine Anzeige von Procter & Gamble, die fragten in der Headline, wollen Sie viel Geld verdienen? Das fand ich gut. Und dann habe ich also bei dieser damals völlig unbekannten Firma Procter & Gamble angefangen, die hatten damals die Reihwerke, kennen die alles nicht, egal. Also jedenfalls habe ich bei Procter & Gamble angefangen und Procter & Gamble war damals die Marketingschule der Nation, gerade in Amerika. Also wenn einer etwas werden wollte, dann ging er zu Procter & Gamble, lernte dort Marketing und ging dann woanders hin. Es klingt blöd, aber es gibt da schöne Beispiele. Also der Jeff Immelt von General Electric hat da gesessen als Assistent. Und die Marge Whitman, die jetzt bei Hewlett Packard ist, hat da gesessen. Also es war so die Schule der Nation und war schön. Und ich habe da also es dann zum Produktmanager geschafft, einmal in Deutschland und dann in den USA. Und die dritte wichtige Entscheidung war, als mich Procter & Gamble in das Reich der Sowjetunion versetzte, 1989, stellte ich relativ schnell fest, dass das nicht so unbedingt mein Ding war, zumal meine Russischkenntnisse sehr beschränkt sind. Aber ich war General Manager Soviet Union, Eastern Europe and Soviet Union. Und dann erreichte mich ein Headhunter und sagte mir, er wolle mir einen Job bei Beiersdorf anbieten. Und daraufhin bin ich dann zu Beiersdorf gegangen und habe das die letzten 15 Jahre gemacht. Die wichtigeren Entscheidungen
Entschuldigung, die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben zu machen hatte bei Beiersdorf, war die Frage, verkaufen wir die Firma an Procter & Gamble oder nicht. Das war vor etwa 10 Jahren. Und da, das war die damalige Presse, und da war die Frage schon, Kunisch oder sowas sagte hier, would make it difficult for anyone to take over Beiersdorf. Das war eine ganz schwierige Entscheidung. Ich wusste von Procter & Gamble, dass wenn Procter & Gamble mal eine Firma kaufen will, sie die auch kauft. Es gibt keinen Fall, wo das gescheitert ist. Und die Frage, die ich damals mit meiner Frau zu beantworten hatte, war die, wehren wir uns mit der hohen Wahrscheinlichkeit zu scheitern oder machen wir mit der hohen Wahrscheinlichkeit viel Geld zu verdienen? Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Gott sei Dank ist Beiersdorf heute noch selbstständig und Beiersdorf ist selbstständig geblieben, nicht durch meinen Verdienst, sondern die Stadt Hamburg ist dann eingesprungen und hat 1 Milliarde Mark auf den Tisch des Hauses gelegt und es gekauft. Das war eine gute Investition, denn heute ist Beiersdorf noch guter Steuerzahler in Hamburg, das wäre er sonst nicht mehr. Eine extrem schwierige Entscheidung. So, und ja, meine letzte Entscheidung, das habe ich schon angedeutet, wann höre ich freiwillig auf? Und die ist auch schwierig, weil man, wenn man plötzlich nichts mehr so richtig wichtig ist, dann hat man da Probleme mit. Entscheidungsfindung, meine Damen und Herren, ist ein extrem schwieriges Thema. Warum ist das so schwierig? Sie kennen die Extreme. Wir sprechen umgangssprachlich von der Last der Entscheidung oder wir billigen einem Menschen Entscheidungsfreude zu. Was ist es? Weder das eine noch das andere. Es ist, wie ich meine, eine Notwendigkeit, unser Leben zu bestimmen. Da muss man sich manchmal entscheiden. Und das fällt schwer, weil man mit der Entscheidung Optionen eliminiert. Und wir leben gerne in Optionen, lassen gerne Sachen offen. Die Entscheidung beendet das. Und das macht es so schwierig. Das Ja-Sagen ist noch relativ einfach. Das Nein-Sagen ist extrem schwierig, aber extrem wichtig. Das beste Beispiel ist die Eheschließung nach dem Motto, man kann ja nicht alle heiraten. Das bedeutet also eine Festlegung. Und Festlegungen mögen wir nicht. Weswegen die modernen Medien uns auch erlauben, uns nicht mehr festzulegen. Das heißt, alles, was sie heute so tun mit Chatten und so, ein ganz einfaches Beispiel, wo gehen wir heute Abend hin? Was machen wir heute Abend? Ist ein Thema, was man heute bis 7 Uhr abends, 8 Uhr abends bespricht, bevor man sich festlegt. Ganz früher war das anders. Also ganz früher konnte man auch mal mit dem Telefon anrufen oder sonst irgendwas, aber diese kontinuierliche Information, das immer erreichbar sein, gab es früher nicht. Also meine erste Tochter, die musste noch, wenn sie telefonieren wollten, da gab es ein Telefon im Haus, das war an einer deutlich sichtbaren Stelle. Und wenn man sich verabreden wollte, musste man dahin und die ganze Familie konnte hören, was du da gesagt hast. War unangenehm. Die zweite Tochter hatte schon Glück, da gab es die sogenannten Schnurlos, den Begriff kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Also das war ein schnurloses Telefon und damit konnte man schon mal in sein eigenes Zimmer gehen, wenn die Empfang stark genug war und die Türe nicht ganz zu war. Aber man konnte sich zurückziehen. Eine völlig andere Qualität der Verabredung. Danach kamen die Handys und heute sind sie natürlich mit Chatmöglichkeiten und dem Web sowieso simultan mit vielen verbunden, ohne dass ihr Vater oder ihre Mutter das mitkriegt. Das heißt, die Frage, der ganz simple Frage, der was tun wir heute Abend, wo man sich früher am Vormittag entscheiden musste, braucht man sich heute erst abends 7 zu entscheiden. Das ist etwas, was einem dazu hilft, Entscheidungsfreude zu verlernen. Und mein Punkt ist der, bemühen Sie sich, und da werde ich gleich noch ein paar Worte zu sagen, bemühen Sie sich, mal Entscheidungen zu treffen, auch wenn es weh tut. Ich benutze jetzt mal als Illustration die Wirtschaft. Da müssen Sie Entscheidungen treffen dazu,
müssen sie sich klar werden. Man nennt das Strategie, ist ganz simpel, das ist ein Plan zu einem Ziel und man überlegt sich, was zu dem Ziel führt. Für die Strategie entwickelt man Optionen, also wo bin ich stark, wo ist meine Firma stark, wo sind die anderen schwach, und dann wählt man aus, welche sind die stärksten Punkte und Entscheidungen, die zu den stärksten Punkten beitragen, helfen sie zu verstärken, sind dann die Entscheidungen. Das heißt, sie brauchen einen Maßstab für die Entscheidungen. Es ist eine Wahl zwischen Alternativen. Wir sprechen nicht von den emotionalen Entscheidungen, die auch wichtig sind, zu denen ich aber nichts sagen kann, die müssen Sie selbst treffen. Aber es gibt rationale Entscheidungen. Und den Leitfaden für diese rationalen Entscheidungen müssen Sie Ihrer Strategie, Ihrer Zielrichtung entnehmen. Und mein Vorschlag an Sie ist, sich auch mal selbst zu überlegen, nicht täglich, aber so alle 3-4 Monate, wo will ich eigentlich hin? Wo sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie will ich gesehen werden von außen? Wie will ich selbst mich sehen? Das sind alles strategische Fragen für Ihr persönliches Leben, für Ihre Zukunft. Die müssen Sie entscheiden und dann müssen Sie abwägen. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Das ist der schwierigste Teil. Was ist mir wirklich wichtig? Wenn Sie das entschieden haben, dann können Sie Entscheidungen danach ausrichten. Zurück zu meinem Beispiel, wenn dir der Mercedes wirklich wichtig ist, musst du halt Geld verdienen und musst sagen, ich nehme mal ein paar Ungemache auf mich, um Geld zu verdienen, um viel Geld zu verdienen. Sie können das auch üben, das Entscheiden. Wenn Sie sich einmal in der Woche hinsetzen am Montagmorgen und fragen, was will ich eigentlich diese Woche erreichen? Und dann am Freitag hinsetzen und gucken, was habe ich erreicht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn da nichts erreicht haben, dann sind entweder Ihre Ziele nicht richtig oder nicht wichtig. Oder Sie selbst waren unehrlich zu sich selbst. Wenn Sie alle erreicht haben, dasselbe von der anderen Seite. Das heißt, die Frage, was will ich in dieser Woche, in diesem Jahr, in diesem Leben erreichen? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und danach als Entscheidungsrahmen zu handeln. Das war das, wo ich Sie zu einladen wollte. Fangen Sie mal am Montag an und überlegen Sie sich mal, was Sie heute Abend machen. Das ist alles ganz simpel, führt aber dazu, sich auch mal langfristig zu überlegen, was bin ich, was will ich sein und was will ich erreichen oder nicht erreichen. Das sind Ihre Entscheidungen. Und danach kommt dann noch das, was vorhin hier bei Goethe schon anklang, die Entscheidung ist schön und wichtig, aber die Umsetzung genauso entscheidend. Sonst bleibt es eine Gedankensimulation, fand ich ein tolles Wort. Sie brauchen Entscheidungen, um aus der Gedankensimulation ins wahre Leben reinzukommen. Schönen Dank.